Der Muschelpfennig. Vor langer Zeit lebte einmal in Armut eine Jungfrau. Sie hatte keinen Vater mehr und wohnte mit ihrer alten Mutter in einer ärmlichen Hütte. Die Jungfrau war anmutig und liebreizend von Gestalt, und dazu war sie sparsam und ehrlich, in der Arbeit voller Fleiß und Beharrlichkeit. Eines Tages legte sich ihre Mutter krank aufs Lager und nicht lange da war sie gestorben. Schätze hinterließ sie nicht, denn sie war arm. Nur einen Muschelpfennig besaß sie und das war ihr Erbe. Für einen Muschelpfennig jedoch gab es nichts zu kaufen. Der König jeder Zeit hatte befohlen, dass 100 Muschelpfennige der geringste Wert sein sollten, der als Geld zugelassen sei. Die Jungfrau war klug. Darum ging sie in eine Samenhandlung und veranlagte Rübensamen für einen Muschelpfennig. Der Kaufmann wollte sie hinausjagen, sie aber flehte ihn an, ihr zu erklären, wie man Samen kaufen könnte. Er antwortete: Für 100 Muschelpfennige gebe ich es an Handvoll. Die Jungfrau bat den Kaufmann, ihr so viele Samen für ihren Muschelpfennig zu verkaufen, wie an einer Fingerspitze hängen bleiben. Damit wollte sie zufrieden sein. Ob das wohl möglich wäre? Der Kaufmann begriff, dass das nicht allzu viel sein würde und willigte ein. Die Jungfrau streckte ihren Finger aus und langte damit in den Samenkorb. Als sie ihn wieder herauszog, waren ein paar Samen daran haften geblieben. Sie legte sie in ein Tüchlein und pflanzte sie in das Land hinter ihrer Hütte. Es dauerte nicht lange, da waren die Rüben groß geworden, und sie konnte sie einsammeln und auf dem Gemüsemarkt zum Verkauf bringen. Weil sie schön war und mit süßen Worten ihre Ware zu preisen verstand, verkaufte sie günstiger als andere, und ihre Kunden waren zufrieden. Eines Tages besuchte der reichste Mann der Stadt den Markt, um zwischen den Ständen zu lustwandeln. Er ließ seine Blicke über die Marktweiber schweifen und ward verwirrt, als er die schöne Jungfrau saß, die mit süßer Stimme ihre Ware pries und sie mit gewinnender Gebärde zu verkaufen wusste. Er erkundigte sich unterhand nach ihr und erfuhr, dass sie eine sparsame und ehrliche Frau war, die sich ihre tägliche Nahrung mit Fleiß und Beharrlichkeit selbst verdiente. Er erkannte, dass sie wie geschaffen war zur Verwaltung von Schätzen und Reichtümern. Da sandte er seine Unterhändler aus, um die Jungfrau zur Ehe zu gewinnen. Fortan lebten und speisten die beiden miteinander. Ihr Reichtum mehrte sich und sie waren glücklich ihr ganzes Leben lang.